Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen sonntäglichen Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt es am Thumbnail schon gesehen. Heute geht es wieder in den OMSI 2. Ich spanne euch überhaupt nicht auf die Folter, wir gehen direkt rein. Herzlich willkommen hier im OMSI 2. Und zwar stehen wir hier auf der Map Berlin-Spandau M und Z. Erhält ich auf der Webdisk Freeware. Habe ich alles in der Videobeschreibung. Mit einem Scania. Ihr seht meinen Cursor, Scania Citywide. Auf dem 137er, und zwar, ihr seht da jetzt auch eine Kollegin drin sitzen, die zufälligerweise auch das gleiche Outfit anhat wie ich. Da fehlt noch eine Sache, ein Detail, das habe ich natürlich, die Sonnenbrille. Jetzt sehen wir gleich aus, bis auf die Haare. Wobei, wenn ich ein bisschen wachsen lasse, dann passt das schon, die Farbe stimmt. Lassen wir die Brille weg, wir wollen ja wieder im Fokus bleiben. Die Brille ist auch so ein Accessoire geworden, habe ich das Gefühl. Kann ich im letzten Video nur empfehlen, war bestimmt witzig. Wem das Video gefällt, dem gefällt das letzte auch. Und zwar seht ihr hier, wir sind im Scania, wir lösen die Kollegin jetzt ab und wir gehen einfach mal direkt rein. Oh, da fehlt eine Textur. Der Scania hat das Repaint Volt, da gehe ich gleich noch alles drauf ein. Wir gehen mal rein. Das ist hier Freudstraße, Wende. So, also wir haben jetzt die Kollegin abgelöst. Dankeschön, schönen Feierabend noch. Jetzt übernimmt ihr mal der richtige Fahrer. Jetzt machen wir hier mal eine richtig schöne Late-Night-Shift. Ihr seht das auch, es ist schön spät. Wir machen jetzt hier erstmal die Kalunke zu. Wumms. So, wunderschöner Scania, die sind ja mittlerweile die ältesten im Spandauer Fuhrpark, also so weit ist es schon, ich weiß auch, da waren sie die jüngsten. Wie die Zeit vergeht, auch wir werden älter, eieiei, aber das ist nicht das Thema von heute. Wir loggen uns einfach mal ein, 96, 91 ist das und der PIN-Code ist 1805. Wir sind drin, wir gucken uns einmal auch den Fahrplan an, ihr seht hier, wir sind auf 137er, Abfahrt ist 19:29 Uhr, wir haben es jetzt, glaube ich, schon später. Ja, 19:30 Uhr ist schon eine Minute Verspätung. Das ist ja für Berlin noch entspannt. Dann geben wir die RBL an. Das ist 137 137 0001. Route 1. Bitte warten. Plus 1 steht auch schon da. Ziel nach Starkenreimerweg. Genau. Einstieg Freudstraße, Goldkäferweg. Das ist, wo wir sind. Bitte jetzt abfahren. Darum kümmern wir uns auch. Wir schmeißen einfach mal den Motor an. Ja, wunderbar. Und jetzt der magische Moment, das Licht. Ah. So. Machen wir es uns den Fahrgästen auch mal ein bisschen gemütlicher. Wir können schon mal die Tür zumachen. Und dann machen wir ein bisschen Fahrgastlicht an, aber nur so auf halber Stufe. So. Und machen wir hier auch ein bisschen an. Ihr seht das schon. Also der Scania ganz kurz schon mal vorweg. Also guckt euch einmal das an. Wir müssen, jetzt, wo ich mit Kamera da bin, können wir auch mal ein bisschen das Spiel kurz würdigen. Einfach ein toller Bus, noch von Altair, wenn ich mich nicht irre, auch überarbeitet, hier die Kirschen, die kennen wir alle, da läuft ein Manni vorbei, hallo Manni, wie geht's dir so? Hier geht's nicht rein, Einstieg ist da drüben, wir fahren jetzt gleich los und ihr hört jetzt auch gleich mal, das geilste am Scania ist und bleibt einfach der Sound, also hier im OMSI, wie der umgesetzt ist, ich kann das gar nicht in Worte fassen, ihr hört das schon, ja, ich gehe mal vorne rein. Und wir sind hier, wie gesagt, unterwegs mit dem Repaint von Volt. Das gibt es so auf Spandau nicht, wenn ich mich nicht irre. Auch die Busnummer gibt es so nicht. Aber ich sah mich da in der Pflicht, das so umzusetzen. Wir haben die Parkbremse drin. Beziehungsweise nicht, sondern wir müssen die so rausnehmen. Und dann müssten wir jetzt fahren können, oder? Da passiert was. Und der markante Scania-Blinker natürlich. Jetzt fahren wir um die Ecke. Ihr seht das richtig. Hier geht's ab. Uah. Kurzer Leck. Da wollen sie alle rein. Lassen wir sie auch rein. Genau, also das ist jetzt Freudstraße Goldkäferweg. Also die Endhaltestelle des Scanners. Ich muss mich auch wieder einmal mehr für die Lotus-Werbung entschuldigen. Die ist mir auch hier durch die Finger gelutscht. Gelutscht, vielleicht nicht, aber gerutscht. Und ab geht's. Oh, das ist ein bisschen verrutscht. So, wir fahren hier mal ein bisschen außen. Da ist auch schon die erste Ansage. Wir sind hier nämlich heute unterwegs, im Gegensatz zum letzten Video. Da waren wir mit Helga unterwegs. Auf dem 100er. Heute sind wir im modernen Spandau unterwegs. Ihr werdet das jetzt auch merken. Also wir haben uns jetzt etwas verjüngt. Wir fahren hier eine Verjüngungskur. Schön in... Ah ja, komm, rechts vor links. Was ist das schon, ne?
Und wir fahren hier nämlich heute mit den neuesten Ansagen im neuesten Berlin. Ich habe halt mit dem WePaint auch versucht, so modern wie möglich zu sein. Ich weiß nicht, ob das das noch so gibt. Es huggelt hier ganz schön. Ich hoffe, ihr hört jetzt hier nicht nur Huggel, sondern auch mich. So. Dann fahren Sie mal rum, mein Lieber. Jetzt hier nicht so ein ewig rumstehen und warten. Meine Fahrgäste warten schon. Ich habe 2 Minuten Verspätung. 3 sogar schon. So, kommt da irgendwas? Nee, kommt hier irgendwas? Ja, da kommt was. Ah, Mist. Hätte fahren sollen, seht ihr? Ich hätte mich was trauen sollen. Kommt hier jetzt irgendwas? Nee, dann können wir jetzt hier rumliegen. Und zack. Einmal voll drauf jetzt schon mal. Und rein in die Lücke. Da könnt ihr einsteigen. Einsteigen könnt ihr jetzt. Genau, die Tür geht auch. Die hat den geilen Sound. Richtig hier Flashback. Genau, und der Scania ist einfach, also einfach der Sound, der ist es irgendwie. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Jetzt habe ich... Ihr sollt nicht Stopp drücken, wenn ich losfahren will. Das ist ja hier schon wieder typisch BVJ, wa? Das ist einfach irgendwie... Zack, auslenken. Jetzt hier nicht Vollgas geben. Ihr seht auch, muss ein bisschen aufpassen hier. Die Straße noch ein bisschen zu eng dafür. Also ihr verzeiht mir das jetzt hier hoffentlich. Aber ihr seht, die Werbung, ich finde die eigentlich ganz süß. Also, jetzt freue ich dich. Aber, weil die so ein bisschen kitschig ist, aber dadurch auch, also so ein bisschen an diese 80er Jahre Werbung erinnert, dass die einfach auch mal kreativ ist und nicht so einfach nur sinnlosen Logo ballern. Auch wenn es für die Firma am effizientesten ist, macht es doch irgendwie Spaß, wenn man hier irgendwie so einen halbnackten Typen drauf sitzt, der seine Pizza genießt, irgendwie mit den Brezeln und Avocados, und der Burger hinten, der ist auch irgendwie schon echt geil. Das macht dann halt auch Spaß für mich so als Fahrer irgendwie. Wir haben neue Berlin-Logos drauf, ja. Also so alt ist das WePaint auf jeden Fall nicht. Mal gucken, ich paar Tasten umlegen. Dann fahren wir jetzt mal hier raus. So. Das ist der Scania im Cockpit übrigens. Sind ja mehr außen gefahren als innen eigentlich. Ja, hört euch das an. Das ist der echte Scania. Das macht Spaß. Schon sind wir auf 60. Also wir haben uns jetzt hier ein bisschen verjüngt. Wir sind jetzt vom DL gekommen. Ne, also nach dem DL, der, ich weiß nicht, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich bin kein Experte, aber wirklich in großen Mengen kam eigentlich nach dem DL dann der Scania, 2014, 15. So, aussteigen will noch niemand, ich müsste eigentlich mal lernen, dass ich dann die Tür nicht aufmachen muss, weil hier beim Scania, da gibt es so die Türfreigabe noch nicht so richtig, also schon, aber zumindest in dem Modell nicht. Also kann sein, dass es die auch gibt, aber irgendwie... Dafür gab es meinen Corona-Mod, den habe ich gefahren. Und seitdem bin ich so ein bisschen am manuell öffnen. Kurzer Lag. Meine Güte, ich bin ja hier komplett raus, ey. Mal ein bisschen üben sollen hier für euch. Ich würde gerne die Lichter anmachen. Das konnte ich irgendwo mal, dieser... Haltestellenlichter. Das ging irgendwo. Check. Ich find's euch wieder, ich sag's euch. Hier! Zack, jetzt sind sie an. Da, seht ihr, sie leuchten. Weil wir wollen ja nicht, dass im Dunkeln irgendjemand, hinfliegt. Jetzt gehen sie gleich aus. Seht ihr, gleich gehen sie aus. Da! Geil, oder? Dass das so kleine Features, die machen einfach Spaß. Da war ein Kollege, habt ihr das gesehen? Genau, da ist noch einer. Und zwar ist es nämlich jetzt so, kann ich euch gleich mal zeigen. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Also, wir fahren jetzt hier verjüngt.
Und die Map Spandau M1Z, die habe ich mir tatsächlich auch so eingerichtet, ihr seht das jetzt hier, dass wir auch wirklich verjüngt fahren. Also wir haben jetzt hier als KI-Verkehr die schönen C2 von dem X200. Ja, die Kollegen sitzen drinnen, haben ihren Spaß. Und wir fahren hier unsere Tour mit dem Scania. Wir sind im Grunde, kann ich euch auch ehrlich und offen sagen, der einzige Scania auf der ganzen Map, weil nämlich alle Fahrzeuge von dem MX200 C2 bedient werden. Und ja, man kann sagen, unrealistisch, auf Spandau gibt es ja noch einige Scanias. Also ist ja auch durchaus Scania-Zentrum. Aber dadurch, dass so viele C2 kamen, hat man wirklich oftmals das Gefühl, dass es eigentlich nur noch C2 sind. Und das spielt mir ganz gut in die Hände, weil ich dadurch eben... Mülheimer Straße. Weil ich dadurch eben... uiuiui, das ist auch ein typischer Scania-Sound. Die klappern ohne Ende, ich sag's euch. Da klappert immer irgendwas drin. Ja, aber weil ich dadurch eben sozusagen die C2 auswählen konnte und auf der Map dominierend darstellen konnte. So. Und ich drücke immer noch die falsche Taste für die Mitteltür. Da muss ich noch so ein bisschen reingrooven. Weil mein neuer Computer die eine Taste auf meinem Lenkrad nicht richtig annimmt. Muss ich da so ein bisschen improvisieren und musste die umlegen. Jetzt habe ich aber immer den alten Fahrstil drin. Das nervt mich jetzt auch schon ein bisschen. Also nerven nicht, aber dass ich es halt nicht treffe, ne? Sind wir Westerwaldstraße. Ja, also ihr merkt das schon, wir sind hier unterwegs am 137er. Genießen so ein bisschen die Route. Die Route und die Ruhe. Und ihr seht hier auch mal, auf darauf einzugehen. Wir wollen nicht rum, wir wollen einfach nur ein bisschen schneller ankommen. So. Wird doch recht voll, also so ein Abend. Ja gut, wir haben, glaube ich, einen Freitagabend eingestellt. Da hebt das dann schon Sinn. Ach, schon wieder die falsche Taste gedrückt. Und das ist auch so ein bisschen, man kann hier nicht richtig die Tür sofort umkehren. So, zack, haben wir alles? Jawohl, haben wir alles. Genau, dann geht's ab. Was ich euch nämlich auch noch zeigen wollte, ist, ich weiß nicht, ob es jetzt den einen oder anderen schon aufgefallen ist in der kurzen Videospanne, aber ist das Fahrgastinformationssystem. Das habe ich nämlich, jetzt ist es gerade weitergeschaltet, jetzt kommt gleich die Ansage wahrscheinlich, habe ich nämlich, angepasst. Und zwar war es so, also ich glaube das letzte Scania-Video, was war das, M37 oder was, dass ich hier, ja nicht Bug, aber halt, es sah mies aus, weil ich, es gibt einmal das Standard-Scania, das wird irgendwie mitgeliefert natürlich, also wenn du jetzt den Scania runterlädst und, da ist es halt so, ihr seht jetzt auch hier, finde ich auch diese kleinen Details, dass die Lichter automatisch angehen. Jetzt kann ich eben noch das Extra-Licht anmachen, dann habe ich das auch noch an für die Kasse. Geht dann auch mit aus, wenn ich es zweimal gedrückt habe, was ich gemacht habe. Seht, da gehen alle drei aus. Jedenfalls habe ich da, mal kurz konzentrieren, zoom, zoom. Ihr seht das hier, ich fahre aus allen Perspektiven, so gut es geht, auch wenn ich ein bisschen wackle, wenn ich hier die ganze Zeit mich auf euch konzentriere. Aber ich habe das hier so ein bisschen angepasst und versucht darzustellen, also so nah wie es geht am aktuellen Original, natürlich nicht im Dark Mode. Ich denke, da werden sich jetzt wieder einige, oder vielleicht wird es dem einen oder anderen negativ im Realismusfaktor auffallen, ohne dass ich jemals Intention hatte. Jedenfalls habe ich das angepasst, dass es irgendwie so nah wie möglich am Original, also am aktuellen Original dran ist, weil es eben eine sehr alte Version war, mittlerweile verhältnismäßig gesehen. Und ja, musste da ein bisschen improvisieren, weil halt hier unten die eigentliche Haltestelle ist, wo wir gerade sind. Da ist nochmal ein Kollege, senden wir nochmal einen Gruß raus. Und die geht dann hoch. Das heißt, wir sind jetzt hier Hohenzollernring, Falkenseer Chaussee. Muss ich mal kurz anfahren hier. Hohenzollernring, Falkenseer Chaussee. Was aber irgendwie eigentlich ein bisschen blöd ist, weil das kleiner wird und irgendwie auch anders geschrieben ist. Eigentlich müsste das hier die aktuelle Haltestelle sein. Die Zeile sollte gar nicht da sein. Sieht viel zu voll aus. Aber ich habe halt improvisiert und ich bin, ehrlich gesagt, echt stolz. Kann natürlich sein, dass da draußen irgendwo ein Mod ist oder irgendwas auf der Web ist und ich das einfach nicht gefunden habe. Ich habe jetzt auch nicht ewig lange jetzt danach gesucht. Also Leute, mit eurem Stopp drücken, da ihr dürft nicht immer in die Tür reinlaufen, ne? Hatte ich ja auch noch nie, aber ist auch echt voll. Jetzt haben wir hier auch... Ja, und... Du lässt mich jetzt hier nicht rein, oder was? Jetzt ist aber, mach ich jetzt aber mal... Oh.
Das seht ihr das, wie frech der ist. Ja, Grüße an den Kollegen. X29 ist ein fiktiver Bus hier auf Spandau M&Z. Ist eine sehr geile Map, kann ich euch nur empfehlen. Das hätte sich da echt vorgedrängelt, ey. Ja, mach doch. Ist ja unglaublich, oder? Ich muss hier den öffentlichen Nahverkehr stemmen und dann muss ich mit sowas kämpfen, ja? Der Sound vom Scania ist einfach so göttlich. Wirklich, also als ich das erste Mal damals als kleiner Junge, ich sag mal noch kleiner Junge, aber wahrscheinlich schon so Jung-Teenager, dann kamen die 15, wie alt war ich da? Ja, 13, 14. Vielleicht selber 15, naja, wie auch immer. Nee, doch, 13, 14. Naja, 12, 13, 14. Da war ich echt, also... Ich war geschockt und beeindruckt zugleich. Also ich war geschockt davon. Also was hatten wir in Spandau? Wir hatten die Solaris. Wir hatten die DL, ne? DL waren ja auch auf meiner Stammlinie unterwegs. Und dann kam halt der Scania auf einmal auf. Und dann war auf einmal eines Morgens oder ne, auf einmal wirklich das erste Mal im Scania drinne. Und das war halt dahingehend ein Schock, dass es so kalt war. Also es war morgens, ich weiß nicht, Wintermorgen oder so. Und man hatte wirklich dieses kalte Weiß-LED-Licht, was ja im Solaris überhaupt nicht so ist. Man hat ja eher so dieses, schon Neon, aber Neon-Gelb irgendwie war man gewohnt vom DL auch primär. Es ist schon warm, es war auf einmal so richtig kalt und ich kann es gar nicht beschreiben. Also wenn man vom Solaris kommt, der ja diese wirklich runden Rundungen hat und irgendwie sehr organisch auch unterwegs ist, also eigentlich ist jeder Bus organisch, weil man will ja keine Kanten im Bus. Ja, läufst du mal ein Stück? Kam man halt in diesen Scania, der irgendwie, also wie so eine Klinik, also diese wirkliche Streifenlichtoptik und hier auch diese Warnstreifen, die haben es mir immer irgendwie schwer gemacht, den Bus jetzt als gemütlich zu empfinden. Also vor allem am Anfang sind die auch rappelvoll heute. Ist ja krass hier. So, ihr seht, wie schwer es ist, das Ding zu lenken, wenn man hinten im Gelenk drin ist. Falkenseer Platz sind wir schon, dann flutscht er jetzt richtig. Ich bin auch wieder am Quatschen ohne Ende, wa? Da sind die Kollegen. Also die Schrader und Spandau wird gleich richtig spannend. Spandau wird spannend, weil wir ja die ganzen Kollegen alle auf einem Haufen haben. Das ist eigentlich immer das Amüsanteste am ganzen Fahrterlebnis. Ja, jedenfalls fand ich die damals irgendwie kalt und zugleich beeindruckend, weil sie ja die ersten Busse waren, die wirklich dieses, ich sage jetzt mal Infotainment oder wie auch immer man das nennen soll, eigentlich eher ein Infosystem, die Werbung ist jetzt nicht so primär und prägnant, da wirklich vertreten waren und es total neu war und deswegen aber irgendwie auch durch die, das Kirschgrün für uns, aber gelb war, gelb ist gelb und dadurch, dass es wirklich richtig neu wirkte, ja, also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. So, jetzt sind wir hier mal kurz, jetzt wollen wir auch ein bisschen über die Map reden. Moritzstraße, also kurz vorm Rathaus Spandau. Ihr seht schon die ganzen C2-Kollegen. Und wer Spandauer ist, also der weiß, das ist wirklich, das ist das Spandau-Feeling. Die Map mag nicht 100% up-to-date sein, ja. Es mögen irgendwelche Fehler sich irgendwo verstecken. Ja, die Arkanen sind nicht drauf. Aber hier, wenn man sich die C2 am Fahren sieht, einfach nur auf die Straße fokussiert. Die Straßenführung hat sich keine Sekunde lang verändert. Ja, die Menschen haben sich natürlich nicht verändert. Die Menschen bleiben gleich. Ihr wollt auch noch rein, wa? Ihr seid hier so frech, wa? Sind wir... Ne, wir sind jetzt nicht nett. Tschüss. Ihr hättet mal nach hinten laufen sollen, müsst ihr mal Augen aufmachen jetzt hier. Ich hab jetzt hier... Wollt jetzt hier mal heute mal ein bisschen durch. Soll auch irgendwo auf uns achten, wa? So, und zwar ist das jetzt hier Spandau. Und ihr seht, das ist vom Gefühl her... Also guckt euch das mal an. Die Busse, die Zielanzeige sieht irgendwie alles echt gut aus. M32, Rathaus Spandau... Hier und da, ihr kennt das von meinen Videos, aber ich glaube, die C2 in dem Umfang und in der guten KI hatte ich eigentlich noch nie wirklich drin. Auch vor allem, was ich so schön realistisch finde, ist, dass wir jetzt hier anstehen müssen, weil der M45 unsere Haltestelle blockiert. Das finde ich wirklich realistisch. Guckt euch das an, das ist so die Perspektive, wie man hier in Spandau damit umgeht. Ist jetzt hier 237er, der macht da gerade irgendwie Pause, ein bisschen sehr weit vorne fast schon, aber das ist irgendwie, ne? Anzeige, was sagt die? Wir blinken sogar, wir sind in time, das ist gut oder zu spät.
Und das ist irgendwie echt, also, so sieht's aus entspannter. Man steht dann hier, wartet auf den Bus und es rattern die Teile vorbei. Also du kannst jede Minute den Bus irgendwie von hinten kommen sehen. Musst am Ende eigentlich auch schon wahnsinnig aufpassen, dass du das Ding nicht verpasst. Ja, und wir sind auch rappelvoll heute, ne? Wir sind auch mal wirklich wieder rappelvoll. Guckt euch diesen Bus an, ja? Uiuiui, was geht denn da jetzt schon wieder ab? Jetzt lasst mich aber auch rein, Leute. Hier nicht jetzt irgendwie so arrogant fahren. Ist da unmöglich hier. Ich habe hier Leute von A nach B zu bringen. Ich bin der Bus. Grüße an den Kollegen gehen raus, ja? Hier schönen Feierabend oder was auch immer. Ah, nee, du musst jetzt hier nach Wilmsruher Damm. Na, dann viel Spaß. So, Spandauer Kahn sind nicht da, aber jetzt, hey, komm, Philippa. Habt ihr den Hall gehört? Das war die Brücke. Sehr realistisch. Habt den Halleffekt an. Habe ich noch nicht ausgemacht. Aber ihr seht ja auch mal den Verkehr. Es ist jetzt Abend, deswegen ist es ruhiger. Aber hier auch, ich finde das geil. Ich glaube, es sind BRT-Autos. Ich habe da so ein bisschen Mischmasch gemacht, dass auch mal wirklich der Verkehr ein bisschen moderner aussieht. Vor allem habe ich dieses Mal, es ist mir noch, eigentlich habe ich immer vergessen und ich habe mich immer gewundert, warum es trotzdem noch so alt aussieht. Ich habe immer vergessen, die parkenden Autos auch mit solchen Autos auszutauschen. Und seitdem, wenn man jetzt vielleicht die Objekte manchmal ein bisschen ignoriert, die veraltet sind oder irgendwie vergraut oder was, ist es wirklich so, dass ich mich auch dann in einem moderneren Spandau fühle. Also wie gesagt, jetzt hier im Zentrum, wo dann jetzt der Bahnhof und so fehlt, ist das ein bisschen schwierig. Aber ansonsten ist es echt geil, funktioniert. Und vor allen Dingen, ihr habt es jetzt gemerkt, die Performance Rathausspandau relativ flüssig. Und das ist nämlich auch der Grund, warum ich tatsächlich mich bewusst entschieden habe. Also guckt euch mal an, wie schön wir hier heute unterwegs sind, ey. Und jetzt zack hier raus, wie so ein Scania sich hier langfädelt. Also richtig smooth fahren wir hier. Wir haben uns jetzt eingegroovt. Am Anfang noch ein bisschen tuddelig. So, was machst du jetzt hier? Du willst jetzt hier nicht rum, oder? Gut, ja. Was ist das für ein Auto? Ist das ein Ford? Jetzt auf ein Ford getippt. Ist immer auch immer so ein Ding, was man machen kann. Ist das gleich auch in grün? Macht immer ein bisschen Spaß, weil die ja die Automarken nicht darstellen dürfen. Also nicht in Payware-Add-ons, nur Freeware. Und man dann raten kann, welches Auto sie da nachempfunden haben, weil sie natürlich keine Autos erfinden. Das soll ja realistisch sein. So, guckt in den Spiegel, wie schön wir hier die Kurve nehmen. Sauber! Sauber ist, da kommt auch schon uns der Kollege entgegen. Das ist nämlich auch das Schöne, weil ich nämlich die Wahl hatte, um dann nochmal auf das Thema zurückzukommen, performance-technisch. Baue ich jetzt Rathaus Spandau perfekt aus und, also so an der Map habe ich sowieso kaum was verändert bis jetzt. Hier, Kollege. Schöne Fahrt, die M37 hier mit der Kuschelsitzmuster. Tudli-Dudu. Was auch immer Tudli-Dudu heißen soll. Und ich habe mich halt ganz klar dafür entschieden, ich möchte modernen KI-Verkehr und ich möchte möglichst viele Buslinien im KI-Verkehr. Also wirklich das Gefühl haben und das ist wirklich mir meiner Meinung nach so gut gelungen wie noch nie oder schon lange nicht mehr. Wir sind eine Minute zu früh, ich glaube es nicht. Dass einfach das Gefühl wirklich da ist, man fährt nicht alleine auf der Map und dann an der zentralen Haltestelle trifft man mal zwei Kollegen, sondern es wirklich sich jetzt so anfühlt, man fährt als ein kleiner Baustein von ganz vielen auf einem Umlauf des 137er. Ihr werdet es jetzt auch sehen, wie viele Busse uns jetzt auch noch entgegenkommen werden. Wirklich in realistischem Takt, weil ich einfach auch immer die KI-Anzahl, ne, also darüber immer das ein bisschen künstlich gebufft habe oder runtergedrückt habe, weil ich einfach die Performance schonen musste und mir keine 200 KI-Busse auf der Map leisten konnte oder was gefühlt jetzt, ja. Und jetzt kann ich es halt. So, und das ist dann ein bisschen abgewogen. Man hat seinen Spaß. Ein paar Abstriche muss man im OMSI immer machen. Aber ich finde, fürs moderne Gefühl ist das schon sehr, 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 sehr gut. So, und was ich auch sagen kann, wenn ihr mal wollt, ne, also ich kann mir vorstellen, dass ihr das wollt, sind wir natürlich auch schon gefahren. Wem es aufgefallen ist, oder wer die Videos kennt, da sogar auch noch dann wirklich mit dem Objektfokus. Also, jetzt habe ich die Tür wieder aufgemacht. Sorry, Bro, ich fahre jetzt raus. Mit dem Objektfokus, also bedeutet,
Dahingehend, dass wirklich Rathaus Spandau noch da war, aber da hat man dann auch Lex. Also könnt ihr euch angucken. M36, mein Video dazu. Das ist aber eine andere Map, das muss ich auch sagen. Ich glaube X37, ja, das Video. Da sind die Arkaden, da leckt es dann nämlich ein bisschen und so. Da lieber flüssig und möglichst 60 FPS hier durchziehen oder 50, als irgendwie unangenehme Geschichten. Wisst ihr, was ich meine? Ist für uns alle, glaube ich, angenehmer. So, der Bus ist echt rappelvoll. Ich würde euch ja gerne Innenperspektiven zeigen, aber guckt euch das an. Wie? Also viel mehr als das geht ja nicht. Ja, Leute, das ist doch schon wieder scheiße hier. Du willst da sowieso rum, lass mich doch rein. Und du willst mir noch hier den Spiegel abfahren. So, da muss ich mich jetzt mal reindrängen. Unglaublich, oder Jungs? Was sagt er dazu? Jungs und Mädels. So, wir kommen jetzt auch wirklich langsam näher. Wir starken hier. Ich weiß nicht, ob wir sogar schon in Starken drin sind. Ich glaube noch nicht. Und damit dann eben auch unserer Endhaltestelle, dem Reimer Weg. So, komm, du Lüdum. So. Kommt da rein. Hallo, hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich mache immer noch den gleichen Fehler mit der Tür. Ey, guckt euch das an im Spiegel, wie sie da rausströmen. Weil ich die Tür immer nicht aufmache, ey. Also ich mache sie auf, aber dann immer zu spät. Das kostet uns die Zeit. Wir haben doch minus 2 Minuten Verspätung. Wir müssen jetzt hier mal jetzt raufspeeden. Jetzt machen wir hier ein bisschen... Jetzt drücken wir mal ein bisschen drauf, ja? Guckt euch das System an. Was ich halt am Scania richtig ärgerlich finde. Oh, das ist, da kommt jetzt gleich die Haltestelle. Zack. Oh nein, es ist passiert. Da seht ihr es. Das passiert, wenn der Umsi-Ram überlastet. Ach, das ist doch jetzt ärgerlich, dass das jetzt passiert ist. Das ist nämlich jetzt der RAM oder der Arbeitsspeicher hat sich jetzt irgendwie überlastet aus irgendeinem Grund. Passiert manchmal. Können ganz komische Dinge sein, einfach weil ich jetzt die Perspektiven so schnell gewechselt habe oder so. Und dann wird, ja, der MX200 C2 neigt dann dazu, schnell diese Schattentextur zu entwickeln. Das heißt, er ist schwarz aus der Ferne und nur wenn man ganz nah rangeht, hat er die Originalfarbe gelb. Ich habe das mal gesehen, das ist ein relativ bekannter Omsi-Lag, vor allem ohne 4 GB Badge. Helga Bayerz würde sagen, Baluschek-Weg. Wir fahren ja auch mit 60 durchs Wohngebiet, ey. Das ist hier schon sportlich, was ich hier durchziehe. So, zack und ran da. Ich glaube, das ist wahrscheinlich safer mit dem KI-Verkehr, wenn man selber einen C2 fährt. Du willst nicht rein? Nee, willst du nicht. Weil man dann nämlich, Oh, jetzt habe ich mich aber ganz schön verschnummelt. Weil man dann nämlich die Textur ja selber auf dem Bus hat und das Laden leichter fällt, weil er immer den gleichen Bus, den er sowieso im Fahrer, im Spielerbus schon geladen hat, nochmal lädt. Aber, ja. Rudolf Wiesel, Siedlung. 60, ah ja, rot. Und das ist, seht ihr das, merkt ihr das richtig? Das hat mir im Scania eigentlich auch damals einen riesen Schreck gemacht, die Bremskraft. Ist ja gut so, braucht man ja, aber... Ich denke mal, ab einem gewissen Niveau an Bremskraft hält mir der Bremsen auch nicht mehr, wenn ich dafür wirklich dann auch auf dem hintersten Platz, wo mich ein Unfall gar nicht treffen würde, mit dem Kopf gegen den Vordersitz geknallt werde, weil ich mich überhaupt gar nicht festhalten kann, ja. Also. Schon einige, also schon
Schon einige Punkte waren da am Anfang echt schwierig. Jetzt mittlerweile, aber vor allem durch den Sound und weil man sich dran gewöhnt hat, ist der Scania doch ganz nett als Bus. Und man freut sich, wenn man ihn auch mal kriegt. Einfach als Abwechslung zu dieser C2-Lawine, die ist ja Lawine, sei jetzt eigentlich wieder Lawine. Lawine, die es ja vor allem in Spandau gibt. Da tut das dann ganz gut, wenn man da so ein bisschen Abwechslung drin hat. Vor allem überraschenderweise, ich weiß nicht, ob das früher auch schon war, aber die Klimaanlage ist relativ stark. Im Scania ist ja ein skandinavischer Bus, haha. Aus Södertälje. Södertälje, wo die Scanias ihr Sitzen und ihr Handwerk treiben. Die Schweden. Also, jetzt habe ich wieder vergessen, die Tür aufzumachen. Jetzt kommen da Leute raus. Nee. Ah, ja, wir haben ja wieder mal ein Glück heute und der Bus wird auch nicht leerer. Der Bus wird aber auch nicht leerer. Ah, der Kollege will da rum. Ja, hier mit unserer Volt-Werbung 4433. Der hat die Werbung, glaube ich, nicht mal. Unterwegs auf Spandau. M&Z. Ich kann euch die Ersteller nicht wirklich nennen. So, und ab geht die Luzi. Drücken wir doch einfach mal drauf jetzt hier. Wir nehmen uns zwei Spuren. Wir brauchen Platz zum Abbiegen. Oh ja. Rot, 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 rot. Rote Welle hier für uns mit unserer Verspätung. Das ist ja wieder mal sehr nett. Heerstraße, Magistratsweg. So, jetzt warten wir hier nochmal auf die gute Heerstraße. Spandauer Ampelschaltung at its best. Ja, ich muss aber sagen, jetzt auf Dauer, ich finde die Werbung auch ein bisschen kantig, ne? Also klar, vorne bedrucken sie ja nie, beziehungsweise bekleben sie ja nie. Aber, oh ja, das ist doch schon später geworden. Aber, ja, also hier hinten finde ich es top. Aber hier ist es doch auf die Distanz. Also ich komme nicht darauf, dass es Volt ist. Also ich glaube, sie hätten in eine Fensterbeklebung investieren sollen. So ist es halt wirklich nur eine Werbung, die einen aktiven Effekt hat bei Passanten, die direkt vorbei sind, oder eben bei Autofahrern, die auch direkt oder ziemlich nah in Kontakt treten. So, jetzt fahren wir mal so gut es geht ran. Das sieht auch sehr gut aus. So, bitteschön, da hinten kommt schon wieder ein schwarzer Kollege. Hallo, guten Tag, guten Abend. So, da wollen sie nämlich alle raus. Magistratsweg. Heerstraße als... Also das hier ist auch ein riesiges Wohngebiet. Ihr seht das ja an den ganzen Plattenbauten. Da müssen wir halt drüber reden, was also hier für Leute leben. Also an Massen. Lässt du mich echt rein? Das ist aber lieb von dir, Kollege. Da freue ich mich richtig. Danke. Kurzen Warnblinker gegeben für ihn. Hallo, Kollege. Die wollen halt alle hier hin, deswegen ist der 137er, aber auch der M37er. Heerstraße 438 bis 446. Ist also noch mit. Tatsächlich einer der meist, also meines persönlichen Empfindens nach, ich habe keine Statistik, aber einer der am vollsten, also Busse, die immer am vollsten sind. Also wo du wirklich zu jeder Tageszeit sicher gehen kannst, da warten einige Massen am Rathaus Spandau auf diesen Bus, um eben so nach Starken zu kommen. Also es ist ja auch da, wo sie wirklich überlegen, immer mehr auch jetzt die U7 zu verlängern. Ich weiß nicht, was haben sie gesagt? Irgendwo hierhin halt, Starken, Reimerweg, Heerstraße, irgendwas. Na, wird das hier was mit uns? Reimerweg. Doch, da wird was. Ist aber lieb von euch. Lassen wir euch mal alle raus. Einfach weil halt wirklich das so krass ist mit den Massen. Deswegen gibt es M37, M-Bus und 137. Ohne die würde man hier untergehen. So, wir sind jetzt da.
Jetzt düsen wir hier mal wirklich nochmal soundgenusstechnisch durch. Hätte ich mit euch gern schon früher gemacht. Aber ging jetzt halt nicht. Also, ne, das ist halt der Genuss im Scania, dieser Sitzplatz. Da die Füße drauf. Nicht auf dem Sitz, aber da die Füße drauf. Sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. So, es geht weiter. Boah, der Sound, Leute, ich sag's euch. Manchmal fahre ich wirklich den Scania bewusst einfach leer, nur um den Sound zu haben und den Genuss davon, wisst ihr? Jetzt fahren wir hier schön ran und beenden damit unsere Fahrt hier am Reimerweg. Ja, Bus endet hier. Wunderbar. Also wir sind jetzt damit diese Route gefahren. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen von dem, was ich erzählen wollte. Aber ansonsten, also kommt alles noch. Da kommen ja noch tausende Videos hier. Und falls ihr mal wollt, dass wir zusammen das Ganze mit dem C2 fahren und dann vielleicht mal auf den M37 oder so hier auf Spandau M&Z, mache ich sehr gerne mit euch. Vielleicht auch mal tagsüber richtig da nochmal reinhauen. Schreibt es mir in die Kommentare, Feedback sowieso. Also vielen Dank fürs Zuschauen hier und da. Sind jetzt vielleicht noch ein paar Videos, irgendwas, was euch vielleicht interessiert. Unbedingt die letzten Videos gucken vom Sonntag. Immer wieder interessant. Wird euch bestimmt Spaß machen, weil euch das gefallen hat. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, guten Tag, gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.